Wenn ich mich entscheiden müsste für einen Gegenstand, den ich mitnehmen könnte auf eine einsame Insel, ich denke, es wäre das Brot. Es wäre das Brot, weil schon nach 2-3 Tagen fängt das an, dass man einfach Lust hat nach Brot, wo man sich gewöhnt ist, wo Geschmack hat. Und das, das würde mir schon fehlen. Ich bin Landwirt. Und das mit Leib und Seele bin ich dabei. Oder? Es ist schön, wenn man die Umwelt gestalten kann, mitgestalten. Und die Arbeit mit der Natur ist hochspannend. In der Schweiz haben wir rund 140'000 Hektare Getreide. Das heisst Brotgetreide und Futtergetreide. Und über 20'000 Getreideproduzenten. Und ich bin einer von denen. Als Getreideproduzent bin ich äußerst abhängig vom Wetter. Das Wetter muss passen. Insbesondere bei der Ernte. Oder? Das ist noch so der Schlusspunkt, wo dann noch entscheidend kann sein kann, ob alles ins Wasser geht, wortwörtlich, oder ob es noch eine ansprechende Ernte geben kann. Ich bin Hans-Jakob Heberli, Getreideproduzent, und ich stehe ein für Schweizer Brot.